Den Knopf wollte ich gar nicht drücken. Naja, bis gleich. So, da bin ich zurück. Hallo, Orlando. So sieht man sich wieder. Das ist unsere zweite Begegnung, oder? Ich hab's. Ich werde deinem Team weitere Pokémon hinzufügen, damit du noch mehr Spaß auf deinen Abenteuern hast. Sprich mich einfach an, wenn du zu einem aufbrechen würde mich darüber sehr freuen. Jetzt könnte ich hier schon irgendwas machen, Neues. Lass mich raten, zu. Wuhu, also Zeit für ein neues Abenteuer. Okay. Aha. Und du hast als Richter immer recht, Anubaku. Darüber reden wir immer noch. Bitte hilf den Trainern bei ihrem Spezialtraining. Wenn sich die Blicke 200 Trainer treffen, steht ein Pokémon-Kampf an. Schnüffel, Schnüffel. Riechst du das auch? Es riecht ganz verdächtig nach Abenteuer. Ja, no doubt. In dieser Insel gibt es eine Stelle, an der man einen super tollen geheimen Platz einrichten kann. Oh, ein wildes Meditee. Das wird mal abgeschlachtet. Wow, da hat sich ja viel verändert. Will ich etwa deine Aussagen anzweifeln? Ja. Okay, Spaß mir, hier Pokémon zu fangen, die ich eh nicht übertragen kann. Hey!
Auch du wurdest von meinem lieblich wohltuenden Duft angezogen. Ja. Ich wurde offiziell nicht demokratisch gewählt, okay. Ein Tropius. Na, ob das schwach gegenüber Eis-Pokémon ist. Ich hab so viel Respekt davor, ich mach nicht meine Mega-Entwicklung. Soweit du weißt, also mein Starter gerade stand nicht bei der Auswahl zu übertragenen Pokémon. Momente des Glücks fühlen sich, ne? Bla bla bla. Allerdings, was später eventuell interessant wäre, wäre einfach so Megasteine zu übertragen, die man hier findet. Wenn man sie einem Pokémon gibt und Nintendo vergessen hat, das zu sichern, dass man das nicht macht. Wird eigentlich die Erfahrung, die man hier sammelt, mit übertragen? Und das sind alle Trainer hier. Ja? Drei Trainer. Was eine Mordsmission. Nur damit ich dreimal Tropius sehe. Was natürlich sein kann, ist, dass ich... Oh, gegen alle Trainer gewonnen. Lass uns den Rückweg antreten. Der hat auch noch das andere Vieh. Was ein Protzer. Was ein Protzer. Wow. Was eine zweite Mission. Aber die hat es ja echt in sich. Mehr Abenteuer warten mich in der... Neue Person aufgetaucht. Eins von den beiden wird man ihm ja abnehmen. Ich will beide haben. Unsere dritte Begegnung. Es sind aber angeblich neue Leute aufgetaucht. Und die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Und die Tür ist zu. Und die Tür ist zu. Oh, hey! Mein Name ist Flavia und meine bescheidene Aufgabe besteht darin, ich meine natürlich, ich bin Flavia und ich bin Arena-Leiterin, kapiert? Kämpfe mit mir, Bitch. Jetzt lächeln bitte. Ich verstehe. Sie geben mir Bestes. Wow. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich das ganze Eventsystem nicht unbedingt toll finde, weil es irgendwann einfach zeitlich ausläuft? Ein Labyrinth, das ein Labyrinth ist, weil es unübersichtlich ist. Sollte hier jetzt nicht irgendwo ein Trio aufgetaucht sein? Oder habe ich mich verlesen? Muss ich wieder mit dem Typen reden.
Ja, scheint mir so, dass ich mit dem Typen reden muss. Wuhu. Ah, Anubaku. Pokémon ist ein friedliches Spiel. Tut mir leid, Sereka. Geschenke ansehen. Siehst du, ich kann nur vier Nontar übertragen. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat, weil Sereka so ein Gesicht gemacht hat. Im Chat. Aber brechen wir auf. Zur nächsten Insel. Ein armes Kind, das sich verirrt hat. Geh und rette es. Was war das denn? Oh, ein Absol. Mom. Aha. Nehmen wir jetzt einfach alle vier starker Starter-Pokémon. Na dann, ne, weil wir es können. Sind wir ein muskelbepacktes, dickes Vieh. Und verfehlen. Natürlich kann ich Kaskade ohne Surfer. Da will ich aber jetzt auch gerade mal was nachgucken. Die Level meiner Pokémon wurden zurückgesetzt. Wie blöd ist das denn? Brauche ich auch nicht zu trainieren. Ich werde ein gutes Spezialtraining. Schnöselschnorsch. Oder Schorsch. Ah, Bezira. So viel dazu, die Pokémon auf Level 100 zu bringen. Ja, vielleicht kann ich es ja irgendwann mal machen. Kann ich mir ja auch eigentlich mal irgendwo Schutz kaufen, wenn das Training eh nichts bringt. Dein Internet ist am Abkacken, das tut mir leid. Hallo. Es riecht nach Abenteuer. Oh nein, da oben ist schon das kleine Kind, das ich finden soll. Und ich habe die Ecke links nicht geguckt. Ja, 15 Stunden Training, um dann 20 Minuten später zurückgesetzt zu werden. Na gut, das Kind haben wir gefunden, aber Kinder retten hat immer noch ein bisschen Zeit zu haben. Ja, wackel du mal mit deinem Schwanz. Zur Bestrafung töte ich dich. Also hier kurz wieder runtergehen.
Was ist das für ein Geräusch? Irgendein Pokémon versteckt sich hier im Gras vor mir. Da habe ich es wieder gesehen. Und ich hoffe nicht, dass es dieses nutzlose Pelipper war. Absol interessiert mich nicht. Wow, jetzt ist das Vieh wieder verschwunden. Das ist ja schön, Pelipper. Der Chat. Da ist was gespawnt. Und jetzt erscheint ein wildes Pokémon. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Flucht. Kann das blöde wilde Pokémon mal wieder auftauchen? Aha. Es versteckt sich wieder. Was soll ich jetzt mit dem Fieder machen? Mag mal irgendjemand für mich nachgucken, ob es mit dem Vieh irgendwas Besonderes auf sich hat. Das ist jetzt hier gerade in der dritten Mission und ich bin total irritiert. Zerschießen und ausstopfen. Und der Typ kriegt nicht mit, dass mir das verirrte Kind inzwischen noch schon vollkommen egal ist. Du bist der Kim Jong-un Twitch, nur nicht so dick.
Aha. Omega Rubin Demo. Ich will jetzt wissen, was es mit dem Fieder auf sich hat. Kann irgendeins meiner Viecher Lockduft oder sowas? Weißt du was, ist mir jetzt zu blöd. Nee, irgendwas macht das Vieh. Ja, wie soll ich mich denn anschleichen? So, tauchst du bitte wieder auf? Okay, Rennen war falsch. Dann finden wir jetzt erstmal heraus, was Schleichen ist. Aha, Arzt schleichen. Im Ernst, ich hab nicht mal Bälle. Wo sind denn meine dämlichen Bälle hin? Okay, damit hätten wir das Anschleichen kennengelernt, dass man auf A drücken hin aktivieren kann. Stirb, du Mistvieh, du hast meine Zeit verschwendet. Gut, was aber jetzt gerade wichtig oder interessant wäre, herauszufinden, ob man beim Schleichen normale Pokémon trifft. Jetzt geh nicht vollständig hoch, du Nase. Hallo, ich hab doch A gedrückt zum Schleichen. Ja, das Besondere war, dass das ab so ein höheres Level hat.
Dann war A jetzt gerade doch nicht schlittreichen. Hä? Ich bin verwirrt. Ich will, dass sie jetzt wissen, was ich wissen will. Das muss ich wissen, was ich wissen will. Sonst weiß ich das nämlich nicht. Da schleiche ich doch immer wieder zwischendurch und dann mache ich es wieder nicht. Ach, ich bin auch blöd, ich will schleichen, benutze aber das Schiebepad, was an und für sich für schnell laufen steht. Also wieder fliehen. Was zur Hölle ist das? Ich treffe es nicht. Das wird mir auch langsam zu blöd. Zumal das nur ein blödes Pelipper ist, das da erschienen ist. You want this demo code on America? Well, screw you, Jiggy. You're out of luck. Or you could try to use... let me find the link. It might be still in my copy posterino. Try this link. I cannot ensure it works, but maybe you are lucky. Und in der Zwischenzeit versuche ich weiterhin herauszufinden... Leck mich doch am Bobbes mit dem Schleichen. Hier, ich rette das Mädchen. It says access denied? What? Well, sucks for you then. Oh yeah, the side is still down. I'm sorry. That's where I got my code. Aber du glaubst, die wollte sich umbringen? Okay, ist ein bisschen krass, oder? Boah, wie kurz diese Missionen sind.